In diesem Video werde ich euch mal einen neuen Money Glitch zeigen, womit ihr locker pro Minute mehrere Millionen Dollar machen könnt. Und das Ganze ist wirklich mega einfach, funktioniert für PS4, PS5, Xbox und PC. Bedeutet, jeder, der das Video hier gerade sieht, kann diesen ganzen Money Glitch auch nachmachen. Und außerdem braucht ihr hierfür auch keinen Freund, sondern das Ganze ist 100% solo. Ihr könnt es alleine machen und wie gesagt, funktioniert für alle Plattformen. Bevor wir jetzt mal mit dem eigentlichen Video anfangen, habe ich schon eine ganz wichtige Information für euch. Und zwar, falls ihr noch richtig viel Geld in GTA 5 Online braucht, mein Partner Loot4Games hat zurzeit mit Abstand die krasseste Aktion, die es bis jetzt gegeben hat, denn ihr könnt bei Loot4Games bis zu 100 Millionen GTA-Dollar einfach so geschenkt bekommen. Und wie das Ganze geht, werde ich euch jetzt einmal ganz kurz zeigen. Und zwar klickt ihr einfach erstmal auf den allerersten Link in der Videobeschreibung. Da kommt ihr auf die Seite von Loot4Games. Hier müsst ihr dann ganz einfach einmal GTA auswählen. Und dann könnt ihr hier einen Money Booster für GTA Online auswählen. Ihr könnt hier sehen, Money Booster für PC. Und hier gibt es auch Money Booster für PS4 bzw. PS5. Und so ein Money Booster ist halt ganz einfach. Und zwar, wenn ihr euch so einen Money Booster kauft, dann bekommt ihr Geld bzw. könnt Geld für euren eigenen GTA-Charakter kaufen. Und zurzeit ist es halt so, dass wenn ihr euch Geld für euren GTA-Charakter auf der Seite von Loot4Games kauft, bekommt ihr zusätzlich noch bis zu 100 Millionen GTA-Dollar kostenlos dazu einfach so geschenkt. Deswegen checkt das Ganze auf jeden Fall mal ab. Link zu Loot4Games ist allererster Link in der Videobeschreibung. Checkt das Ganze auf jeden Fall mal ab und schaut euch die Seite mal an. Mit dem Rabattcode Kaiser bekommt ihr nochmal zusätzlich 25% Rabatt, also spart nochmal extra Geld. Und ja, falls ihr neu auf meinem Kanal seid und das Ganze vielleicht auch noch nicht wusstet, ich habe zurzeit noch eine krasse Aktion am Start, dass ich jeden Tag 25 Leute in diesen Money Job einlade, den ihr gerade im Hintergrund seht. Ihr könnt hier sehen, bei diesem Money Job bekommt ihr 100.000 GTA-Dollar pro Sekunde. Und wie gesagt, 25 Leute von euch werden in diesen Money Job pro Tag eingeladen für PS4, PS5, Xbox und PC. Und wenn ihr in diesen Money Job eingeladen werden wollt, ist das Ganze eigentlich mega einfach. Ihr müsst nämlich einfach nur diesen Kanal hier abonnieren, dazu die Glocke aktivieren, diesem Video hier ein Like geben und ein nettes Kommentar in die Kommentare schreiben, zusätzlich mit eurem PSN, Xbox One oder PC-Namen. Und dann müsst ihr noch meinen Kollegen Glopper abonnieren, erster Link in der Videobeschreibung. Und wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr automatisch am Gewinnspiel teil. Jetzt würde ich aber sagen, fangen wir direkt an mit dem eigentlichen Video. So, und zwar, was wir zuerst mal machen müssen, ist ganz einfach. Und zwar könnt ihr jetzt hier schon mal sehen, ich habe jetzt ungefähr 1,3 Millionen GTA-Dollar. Merkt euch das auf jeden Fall mal, damit ihr wisst, wie viel ich am Ende des Videos habe. Zuerst mal müsst ihr jetzt in irgendeine GTA-Sitzung reingehen. Dann drückt ihr einmal die Options-Taste, geht wieder auf Options und stellt einmal euren Spawnpunkt auf letzter Ort und eure Spielersuche auf geschlossen. Und sobald ihr das Ganze gemacht habt, geht ihr einmal hoch auf Jobs, dann geht ihr einmal auf Jobs spielen, von Rockstar erstellt, und dann geht ihr hier einmal auf Mission, genauso wie ich es jetzt auch mache, also hier einfach einmal auf Mission. Und jetzt startet ihr entweder die Mission Radikakur, Radikakur 2 oder Radikakur 3. Das könnt ihr euch selber aussuchen, kommt drauf an, wie hohes Level ihr halt seid. Also ich würde euch immer empfehlen, Radikakur 2 zu nehmen, weil es damit am einfachsten ist. Aber wie gesagt, falls ihr noch nicht so hohes Level seid, dann nehmt einfach eine andere Mission. Und sobald ihr das Ganze jetzt gemacht habt, stellt ihr diese Mission einfach einmal auf schwer und startet das Ganze dann sozusagen einfach. Also ganz einfach die Mission starten, genauso wie ich es auch mache. Und jetzt müsst ihr einfach nur ganz kurz warten, bis ihr gespawnt seid. Sobald ihr jetzt gespawnt seid, lauft ihr einfach einmal zu eurem Auto hin, genauso wie ich es jetzt auch mache. Ihr könnt theoretisch auch ein Straßenauto klauen, aber am besten nehmt ihr halt euer eigenes Auto. Und jetzt müsst ihr ganz einfach einmal genau zu dieser Position hinfahren, die ich euch jetzt einmal zeigen werde. Also genau einmal hier hin müsst ihr fahren. Ich werde es euch jetzt hier auf der Karte zeigen. Und in der Zwischenzeit, wie ich dahin fahre, also wie ihr dahin fahrt, müsst ihr euch ein Auto klauen oder ein Auto holen, was halt hochgelegen ist. Also entweder ein SUV oder halt irgendein anderes Auto, was höher gelegen ist. Hauptsache es ist halt ein Auto, was etwas höher gelegen ist. Also es darf halt kein tiefgelegenes Auto sein, aber das könnt ihr euch halt einfach auf dem Weg zu dem markierten Punkt einfach klauen. In der Zwischenzeit, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt und noch nicht die Glocke aktiviert habt, dann macht es auf jeden Fall mal ganz kurz, dauert nur ein paar Sekunden und wäre auf jeden Fall eine krasse Unterstützung für mich. Und außerdem würdet ihr keine weiteren Money Glitches in GTA 5 Online mehr verpassen. Also wenn ihr mal auf dem neuesten Stand bleiben wollt, falls ihr keine Money Glitches, Money Jobs oder Livestreams und so weiter mehr verpassen wollt, dann auf jeden Fall Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Dauert nur ein paar Sekunden und wie gesagt, ist eine krasse Unterstützung für mich und ihr könnt somit immer genug Geld in GTA Online haben. So, sobald ihr jetzt hier angekommen seid, also ihr könnt jetzt hier schon sehen, ich kann es euch jetzt nochmal auf der Karte zeigen, genau zu dieser Position müsst ihr einmal hin. Und sobald ihr jetzt hier angekommen seid, nehmt euch jetzt das Auto, was ihr gerade eben geholt habt, also diesen SUV einfach, und parkt den SUV jetzt einfach so rückwärts ein, genauso wie ich es auch mache. Also einfach so einmal zack, rückwärts einparken. Und sobald ihr das Ganze jetzt gemacht habt, könnt ihr einmal aussteigen und auf den SUV sozusagen draufklettern. Das könnt ihr jetzt gleich sehen. Also sobald ihr den jetzt hier eingeparkt habt,
steigt er einmal aus und klettert einmal drauf, genauso wie ich es jetzt auch mache. Und dann könnt ihr jetzt sehen, ihr könnt nämlich hier gegen die Wand springen und dann werdet ihr sehen, ihr werdet in die Wand sozusagen reinspringen und hier drin seid ihr dann unsterblich. Also ihr könnt hier drin nicht sterben, ihr seid unsterblich, aber das Ding ist, ihr könnt rausschießen und jetzt müsst ihr euch erstmal einfach einen Stern besorgen. Also ihr müsst erstmal jetzt ein oder zwei Sterne euch holen und hier in der Mission ist es so, dass die Geld, also es ist verbuggt, denn ihr könnt hier so viele Kills machen, wie ihr wollt, ohne zu sterben. Und bei Missionen ist es ja immer so, desto mehr Geld ihr bekommt, desto mehr Geld kriegt ihr am Ende. Und bei dieser Mission ist das Ganze halt verbuggt. Wenn ihr hier ein paar hundert bzw. ein paar tausend Kills macht, dann bekommt ihr am Ende mehrere Millionen GTA-Dollar. Und das Ganze könnt ihr halt so machen, wie ihr wollt. Wenn ihr ein paar hundert Kills macht, bekommt ihr halt ein paar hunderttausend. Und wenn ihr ein paar tausend Kills macht, dann bekommt ihr halt ein paar Millionen. Und ich werde euch das Ganze jetzt mal ganz kurz zeigen. Ich mache jetzt hier einfach mal ein paar Kills sozusagen. Und ja, das könnt ihr halt so machen, wie ihr wollt. Ihr könnt es so lange machen, wie ihr Lust habt. Also wenn ihr nur ein paar hunderttausend braucht, dann macht ihr es halt nicht so lange. Aber wenn ihr ein paar Millionen braucht, dann macht ihr das Ganze halt so 10, 20, 30 Minuten. Und ja, also das könnt ihr selber machen, wie ihr wollt. Und sobald ihr jetzt halt keine Lust mehr habt, müsst ihr jetzt genau das gleiche machen wie ich auch. Und zwar, ihr müsst hier halt, wie gesagt, nur die Polizisten töten, genauso wie ich es auch mache. Und sobald ihr halt jetzt sagt, okay, ich will es jetzt nicht mehr machen, ich habe es jetzt genug gemacht, geht jetzt einfach hin und lauft jetzt einmal hier hinten rein. Also ihr könnt ja sehen, ihr könnt hier hinten reinlaufen. Und dann lauft ihr einfach immer hier hinten rein und drückt jetzt einmal die Options-Taste. So wie ich es jetzt auch mache, also direkt die Options-Taste drücken, auf Online gehen und dann geht ihr hier einfach einmal auf Editor und startet sozusagen den Editor, genauso wie ich es auch mache. Das macht ihr jetzt einfach ganz kurz und dann solltet ihr jetzt hier ein Ladescreen bekommen und sobald ihr jetzt ein Ladescreen bekommt, drückt ihr jetzt einfach im Editor einmal die Options-Taste, geht dann im Editor einmal auf Online, geht dann ganz einfach einmal auf GTA Online spielen und startet dann eine geschlossene Freundessitzung. Jetzt werdet ihr aber sehen, ihr werdet jetzt in den nicht in eine geschlossene Freundessitzung gespawnt, sondern ihr werdet sehen, zack, ihr kommt nämlich jetzt in die Charakterauswahl rein und in der Charakterauswahl müsst ihr jetzt einfach den Charakter auswählen, mit dem ihr gerade eben den Glitch gemacht habt. Also ich habe es gerade mit meinem Charakter 2 gemacht, deswegen werde ich jetzt einmal meinen Charakter 2 auswählen, aber es ist halt komplett egal. Ihr müsst einfach nur den Charakter auswählen, mit dem ihr gerade eben den Glitch gemacht habt und sobald ihr jetzt spawnt, werdet ihr sehen, ihr habt das ganze Geld bekommen. In der Zwischenzeit, wie das Ganze jetzt gerade lädt, wie gesagt, falls ihr noch günstige Unlock-All-Accounts oder günstige Money-Booster oder günstige Money-Jobs oder halt generell Geld für euren GTA-Online-Charakter braucht, dann checkt, wie gesagt, auf jeden Fall mal Loot4Games. Bei Loot4Games gibt es nämlich mit Abstand die günstigsten Preise und die günstigsten Unlock-All-Accounts und so weiter. Allererster Link in der Videobeschreibung. Wie gesagt, zurzeit ist es so, dass ihr zu eurem Einkauf nochmal bis zu 100 Millionen GTA-Dollar dazu bekommt. Das heißt, falls ihr noch Geld braucht, schlagt auf jeden Fall jetzt zu, weil jetzt ist halt die Möglichkeit, dass ihr zusätzlich noch Geld kriegt zu eurem Einkauf. Wie gesagt, bis zu 100 Millionen. Und das ist halt nur eine limitierte Aktion sozusagen. Also falls ihr da Interesse habt, schlagt auf jeden Fall zu. Und jetzt werdet ihr auch schon sehen, sobald ich jetzt hier gespawnt bin, werdet ihr sehen, ich habe einfach das ganze Geld bekommen. Wie viel Geld ihr bekommt, ist halt davon abhängig, wie gesagt, desto mehr Kills, desto mehr Geld. Aber ihr könnt jetzt sehen, ich habe jetzt hier insgesamt über, ihr könnt es jetzt hier sehen, zack, oben rechts über 600.000 GTA-Dollar bekommen. Am Anfang hatte ich 1,3 Millionen und jetzt habe ich nochmal über 600.000 dazu bekommen. Ich würde sagen, es war schon mit dem Video. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Video. Ciao.